Kino. Bei Pfeifers ist immer was los. Haben Sie ja gesehen. Krach machen sie jedenfalls, ne? Und so war der schließlich immer in meinem Ballhaus. In Berlin an der Ecke von der Kaiserallee, damals mein erstes Lokal. Es war grün und sehr eng und ich weiß ganz genau, 18 Stunden auf der Bühne sind eine Qual. Berlin an der Ecke von der Kaiserallee hat ich manchmal ja tolle Kerle drin. Schrie der eine nach mir und der andere bei Streit, hab ich beide gleich richtig saturiert. Jawohl. Dankeschön, meine Herrschaft. Dankeschön. Ja, ja. Bei Pfeifers ist immer was los und ich habe gedacht, ich stelle Ihnen jetzt mal eine ganz, ganz junge Künstlerin vor, denn sie möchte sich mal bekannt machen. Und sie hat für uns das schöne Lied mitgebracht, Hinter den Kulissen von Paris. Hier ist sie, die Emily, bitteschön. Hinter den Kulissen von Paris ist das Leben noch einmal so süß. Gefühlter kann es sehen. Darum ist sie so schön. Fernsehzuschauer, Sie sehen, ich habe mir ein besonderes Kleid ausgesucht. Wir feiern ja heute Fasching, nicht? Ich bin die Spinnenfrau, ja. Nicht, dass ich so viele Spinnen, nee. Nie und nimmer nicht. Nur ein bisschen. So kleine bisschen, naja.
So, meine Herrschaft, wir sollten auch gleich weitergehen in meinem Programm. Ich habe für Sie nun einen Barden eingeladen. Und zwar der Barde Ralf. Er singt jetzt ein Lied von Paul Zech. Und die Musik zu dem Text hat er gemacht. Und hier ist er nun und singt für Sie. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Hier ist für Sie der Barde Ralf. Bitte schön. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund, ich schrie mir schon die Lungen wund. Nach deinem weißen Leib, du Wein, im Kleid hat der Mai sein Nest gemacht. Dort blüht ein schöner Zeitvertreib, mit deinem Leib die lange Nacht, lass die Tische verdammt dir lieb. Doch will ich sein im tiefen Tal, dein Nachtgebet und auch dein Sterngemahl. Dein Nachtgebet und auch dein Sterngemahl. Im tiefen Erdbecken raut im schwarzen Haar, da schlief ich manchen Sommer lang bei dir und schlief doch nie zu viel. Und habe jetzt das rote Tier im Blut erfahren, als ich bei dir schlief. Komm her, ich weiß ein schönes Spiel. Wow, im dunklen Tal im Muschelbund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich darf nicht lachen, sonst kann ich nicht pfeifen. Die graue Welt macht keine Freude mehr. Ich gab den schönsten Sommer her. Und dir hat es auch kein Glück gebracht. Du hast nur den roten Mund noch aufgespart. Für mich so tief im Haar verwahrt. Ich suche ihn schon die lange Nacht, im dunklen Tal, im Aschengrund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Kann man die mal da einfangen? Im Wintertal im schwarzen Erdbeerkraut, da hat der Schnee sein Nest gebaut. Und frag nicht, wo die Liebe sei, und habe doch das rote Tier so tief erfahren, als ich bei dir schlief. Ach, wär der Winter erst vorbei und wieder grüne Wiesengrund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Falls Sie ihn mal wieder sehen wollen, gehen Sie mal in die Zitadelle nach Spandau. Dort singt er öfter mal, am besten bis morgens an, fast immer, zum Wochenende. Nicht? Oder wenn so nette Damen da sind wie unsere hier heute. Nicht? Ja, er sang ein Lied aus seinem Programm, das er anlässlich zum 125. Geburtstag von Paul Zech aufgelegt hat. Und wenn Sie Lust haben, dann gehen Sie zum Haus am Kleistpark am 17.02. um 19.30 Uhr. Dort können Sie noch mehr solche Lieder hören. Ja. So, mein nächster Künstler ist genauso ein Wilder, aber nicht nach einem Erdbeermund, sondern nach seiner Geige.
Und ich habe extra für Sie eingeladen, den André Suhr. Und hören Sie, was er mit seiner Geige alles so zaubert. Hier ist er für Sie, André Suhr. André Suhr. Was, da musste man ganz stille sein. Ich hab gemerkt, da konnte man nicht mal mehr eine Nadel fallen lassen, nicht? Das hätten sie zu Hause gehört. So, meine Herrschaft, jetzt habe ich für Sie Ihre Tanzserie. Falls Sie zu Hause mitmachen wollen, kein Problem, machen Sie mit. Sie wissen ja, wenn Sie keinen Partner haben, okay, Problem, kommen Sie das nächste Mal hierher. Nicht in die Wolderstraße 5. Die gibt es übrigens dreimal in Berlin. Ich meine die im Wedding. Wolderstraße 5, sollten Sie sich merken. Die Leute vom offenen Kanal freuen sich, wenn so viele Gäste hier sind. Ja. Jetzt gehen wir aber, nee, ich muss doch erst meine Hauskapelle vorstellen, denn Sie wissen ja zu Hause ja nicht, wer Sie heute zum Tanzer führt, nicht? Und dann nehmen wir doch erstmal unseren Wolfgang Matthäus an der Schießbude. Ein böser Blick reicht schon schlicht darauf, wa? Ja. Dann haben wir an der Klampe haben wir unseren Albert. Dann haben wir natürlich an der Fiedel unseren Alfi. Dann haben wir am Klickbarkast den Jimmy Günther. Und unser Sonnenschein Dietrich Schmettern. An der großen Oma. So, meine Lieben, ach nee, jetzt muss ich ja noch unseren Feodor vorstellen. Feodor, wo bist du denn? Ach, du bist da hinten. Ach Gott, das hat er sich auch noch verkochen. Ja, meine Herrschaft, falls Sie keinen Tanzpartner haben, wir haben ihn, wir für Sie. Und das ist unser Feodor. So, und du willst natürlich wieder irgendwas Zweideutiges von mir werden. Nein. Also zwei ganz alte Herren. An einem Freitag begegnen sie sich auf der Straße. Der eine ist 89, der andere 96. Ist natürlich klar, kommen ins Gespräch, fragen, wie geht es dir und was treibt. Naja, ich mache noch jede Woche mein Ska. Ja, und ich gehe noch jede Woche in den Seniorenclub. Und lebt deine Frau noch? Ja, meine Frau lebt. Und deine? Ja, die lebt auch noch. Ja, und wie ist es so im Bett? Na ja, sagt der 89-Jährige, also zweimal im Jahr noch. Was, sagt der 96-Jährige, nur zweimal im Jahr?
Also wir haben noch beinahe jeden Tag was miteinander. Ach, du spinnst doch, sagt der 89. Doch, doch, sagt der 96-Jährige. Nehmen wir bloß mal diese Woche. Wir hatten Montag beinahe Sex, wir hatten Dienstag beinahe Sex, wir hatten Mittwoch beinahe. Sehr schön. Danke schön. Darf sie dann eine Dame suchen? Nicht? Und, er sucht sich eine Dame. Und ihr, bitte legt jetzt flotte Solo aufs Parkett. Bitte schön. Peter war 18 und schön, sie hatte nie einen Mann, die in die Augen gesehen. Da nimmt der Max auf den Grund, er küsste sie auf den Mund. Selten geschaut, dann wollte die Reise mit. Peter wollte auch nicht zurück. Das ist ja prima. Das ist ja prima. Wer hätte das gedacht, dass das mir Freude macht? Das ist ja prima. Das ist ja prima. Heute prall gefüllt, jawohl. Grinsen Sie nicht so, junger Mann. Zahnschmerzen hat er. Er hat Zahnschmerzen. Übrigens, meine Herrschaften, falls Sie das noch nicht wissen, wir haben heute die 150. Sendung. Jawohl. So ein junger Mann am Fernseher und sagt, der muss unbedingt mal zu Henriette Pfeiffer. Da habe ich ihn eingeladen und da ist er nun. Was hat er mir mitgebracht? Ach, ist aber nett. Liebe verehrte Frau Günther, ich bin glücklich, dass ich Sie heute leibhaftig sehen kann. Ich kannte Sie nur vom Telefon her. Sie hatten am 1. Februar Hochzeitstag und ich...
Ich verrate aber nicht die Bibel. Nein, nein. Und ich durfte ihn telefonisch gratulieren. Und jetzt gratulieren wir alle leibhaftig. Liebe verehrte Frau Günther, herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Glück, Gesundheit, Freude, Zufriedenheit und weiter frohes Schaffen für Sie und Ihren Mann, dass Sie den Menschen Freude schenken, dass Sie gute Laune haben bei Musik und Tanz und Unterhaltung. Alles, alles Gute. Dankeschön, Dankeschön. Nett hat er das gesagt. Ach, damit ich mich nicht schmutzig mache, wa? Ja, ja, stell mal dahin. Genau, das ist aber lieb. Ich danke recht schön. Das ist aber lieb, wa? Ja, ein Azalee. Da habe ich ja mal Schwierigkeiten mit den Flehen, mit den Blumen. Ja, ja, das ist mein Mann folgsamer, ne? Da muss ich hier öfter sprechen. So, meine Herrschaften, und jetzt habe ich für Sie die Hilde Wolfram. Und sie hat Ihnen ein Gedicht mitgebracht über das Älterwerden. Wollen wir sie reinlassen? Jawohl! Jawohl! Hier ist sie, Hilde Wolfram. Bitteschön. Es ist eigentlich gut, dass man schon älter geworden ist. Wenn ich da an die jungen Mädchen denke, immer modisch gekleidet, bauchfrei. So eine gepierste Dönerrolle, ne? Und hinten dann so eine Ritze, Sie wissen, was ich meine, den Anfang vom Po. Und wenn ich jetzt klassische Musik machen würde, dann würde ich sagen, das ist eine Fuge. Ich fühle mich immer genötigt, da eine Münze reinzuschmeißen. Und meistens sind sie auch noch tätowiert an der Stelle. Und wenn da hinten so ein japanisch-asiatisches Tattoo drauf ist, frage ich mich immer, was steht da eigentlich drauf? Vielleicht steht da drauf, wenn Sie dies leben können, habe ich später einen Nierenschaden. Das kann doch passieren. Die laufen nicht nur im Sommer so rum, sondern auch im Herbst und im Winter. Ist ja Mode. Die ganze Generation holt sich was an Nieren. Ich bin mir sicher, in 40 bis 50 Jahren sind die Wartezimmer voll mit Omas, die alle was an den Nieren haben. Kann das sein? Der junge Arzt, ganz frisch von der Uni, ruft dann so, als nächstes habe ich Vanessa Lauthäuser Schnurrenberg. Die heißen später so. Und dann kommt die Oma rein und sagt, Herr Doktor, ich hab's an den Nieren. Und der Doktor sagt, ja, ja. Das haben viele Frauen in ihrem Alter. Ziehen Sie sich mal aus, ich gucke mir das mal an. Was haben Sie denn da in Ihrer Falte? Haben Sie sich nicht richtig gewaschen? Nee, Herr Doktor, das ist eine Tätowation. Das hat man Anfang des Jahrhunderts so getragen. Das sieht aber scheußlich aus. Ja, das hat früher auch scheußlich ausgesehen. Es ist so einfach, sich über andere Leute lustig zu machen. Ich merke es ja an mir selber, dass ich älter wurde, so an Kleinigkeiten. So Sachen wie zum Beispiel, vor 5 Jahren habe ich gedacht, also in einer halben Stunde, da gehst du mal aufs Klo. Und dann in 3 Jahren habe ich gedacht, jetzt gehst du aber mal aufs Klo. Und heute denke ich, naja, wärst du mal wahrscheinlich vor einer halben Stunde aufs Klo gegangen. Auch wenn ich ins Kino gehe, ich will ja nicht irgendwie auffallen, ich gehe natürlich vorher auf die Toilette. Ich will nicht mittendrin aufstehen, also ich bemühe mich auf der Toilette. Alle Tropfen müssen raus, so, und dann wasche ich mir die Hände und gehe auf meinen Kinoplatz. Und es ist jedes Mal dasselbe. 10 Minuten nachdem der Film begonnen hat, geht's los. Hajo, hajo, du hast dir nicht genug Mühe gegeben. In mir steckt noch viel Saft. Du musst jetzt aufstehen. Du musst. Steh auf, weil ich das jetzt will. Du gehörst mir. So eine komische Blase. Auch abends, wenn ich mich hinlege, ganz normales Ritual. Ich putze mir die Zähne, gehe auf die Toilette und dann lege ich mich ins Bett, lese noch ein bisschen, mache das Licht aus und bin gerade so im Wegdämmern, im Entschwinden ins Reich der Träume. Hallo, hallo, ich bin es wieder.
Du musst aufstehen. Du musst. Du weißt ganz genau, was passiert, wenn du nicht aufstehst. Es wäre peinlich für alle Beteiligten. Wieso? Wir waren doch gerade. Warum tust du mir das an? Was habe ich dir nur getan? Und wieso kannst du überhaupt sprechen? Ich bin deine Sprechblase. Dankeschön, Dankeschön, Hilde Wolfram. Ja, ja. Die kann vielleicht Dinge erzählen. Nein. Ja, also neulich, da war ich erstmal beim Geburtstag und da war ein Zauberer. Und da dachte ich, ob das vielleicht für mein Publikum bei Pfeifers auch was ist. Aber die wollen ja alle Geld. Nicht? Also ich trotzdem hin, Herz klopfen. Nicht? Ich sage, Herr Zauberer, ich bitte schön, ich habe so ein nettes Publikum in der Wolterstraße. Können Sie nicht mal, sind Sie nicht mal so nett und würden Sie? Na kleine Jette, für dein Publikum mache ich das. Und hier ist er nun, der Molly Malheur, der Zauberer. Bitte schön. Weil Sie so ein fürchterlich nettes Publikum sind, habe ich mir gedacht, Sie können heute Abend mal was lernen. Ich werde Ihnen ein Zauberkunststück vorführen und anschließend erklären, wie es funktioniert. Das sollte man als Zauberer nicht machen. Ne? Aber ich habe hier ganz großes Ehrenwort und alle, die zugucken, dass Sie nichts weiter sagen. Einverstanden? Ja. Okay, dann fangen wir an. Sie brauchen dazu, ich zeige Ihnen das ganz, ich zeige es erstmal ohne Erklärung, so wie der Zuschauer das sieht. Sie brauchen eine Papierserviette. Hat jeder zu Hause, kein Problem, können Sie leicht beschaffen. Die Farbe der Serviette, völlig schnurzpiep, egal, Hauptsache sie ist grün. Ne? Diese Serviette wird jetzt vor den Augen des erstaunten Publikums in kleine Stückchen gerissen, wobei Sie darauf achten sollten, dass von den Stücken nichts runterfällt. Warum, erkläre ich nachher noch. Die Stückchen zusammenknüllen, das ist wegen der besseren Handlichkeit und dann kommt etwas, was Sie zu Hause vielleicht gar nicht so unbedingt haben. Sie müssen ein wenig Zaubersalz drauf tun. Kommen wir nachher noch zur Erklärung, also ein bisschen Zauberwort, ja? Und jetzt reicht ein leichter magischer Hauch, ich mache das ganz leise, und ob Sie es glauben oder nicht, die eben zerrissene Serviette ist wieder zu ganz. Die Logik sagt uns natürlich, der Typ muss zwei Servietten haben. Eine, die er zerreißt und eine zweite, die er dann als Ganze wieder vorzeigt. Ist auch so. Und zwar müssen Sie eine Serviette vorher ein wenig präparieren und einfach zusammenknüllen, sodass Sie die zusammengeknüllte Serviette relativ leicht in der Hand halten können. Dafür gibt es einen Begriff in der Zauberei, der nennt sich Palmage, das kommt von Palmieren, heißt Handinneres, Handfläche. Wenn Sie die Serviette so halten, dass die Zuschauer sie sehen können, gibt es auch einen Begriff, der nennt sich Blavieren, kommt von Blamage. Also möglichst die Serviette so halten, dass die Zuschauer das nicht sehen können. Und ist das für jemanden, der noch nie gezaubert hat, ein bisschen schwierig. Hm? Ich werde Ihnen die einfachere Methode erklären. Sie stecken sich diese zusammengeknüllte Serviette unter die rechte, linke Achse. Das gilt jetzt für Rechtshänder. Wenn jemand Linkshänder ist, muss er sich die Serviette unter die rechte Achse. Aber Rechtshänder stecken sich die Serviette bitte unter die linke Achse. So, solchermaßen vorbereitet treten Sie vor Ihr Publikum. Jetzt dürfen natürlich nicht Hallo sagen, Sie müssen sich jetzt links etwas zurückhalten. Das ist nicht politisch gemeint. So, das sind die Vorbereitungen, macht man heimlich draußen. Dann greift man eine weitere und zwar möglichst gleichfarbige Serviette. Sonst wirkt das Ganze. Ja, das muss ich dazu sagen, ist klar. Und die muss also jetzt vor den Augen der Zuschauer wieder ein kleines Stückchen gerissen. Jetzt will ich Ihnen auch erklären, warum nichts runterfallen darf, wenn nämlich die Hälfte jetzt hier unten liegt. Da kann man nicht mehr eine ganze Serviette draus machen. Nicht, dass nur da auffallen, also achten Sie darauf, dass nichts runterfällt. Alles klar, diese Stückchen klein zusammenknüllen, das ist tatsächlich wegen der besseren Handlichkeit. Und jetzt kommt die Sache, das Geheimnis mit dem Zaubersalz. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten von Ihnen Zaubersalz zu Hause haben. Hm? Ist kein Problem. Sie können jetzt hier so viel Salz drauf streuen, wie Sie wollen. Davon wird die Serviette nicht ganz. Ne? Völlig klar. Also, Sie können statt Zaubersalz auch ganz normales Haushaltssalz nehmen. Es dient der Ablenkung. Es macht was. Alle staunen. Oh, oh. Also wenn jemand zum Beispiel salzlose Kost zuvor gibt, so tut das. Ja, also, ich kannte eine reizende alte Dame, die hat Vogelsand genommen. Muss man natürlich vor den Vogel rausnehmen. Irgendwas drauf machen, es dient nur zur Ablenkung. Das Schwierige ist ja, die zerrissene Serviette gegen die ganze auszukommen. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich führe Ihnen das ganz langsam sozusagen zum Mitschreiben. Passen Sie auf. Sie nehmen
folgende Grundstellung ein. Das ist wichtig, damit sie besser schwingen können. Okay? Und jetzt, Obacht geben, ich mache es bewusst langsam. Jetzt geht das so. Eins, zwei, drei. Zack. Und schon können Sie die eben zerrissene Serviette als ganze Serviette wiederholen. Muss natürlich schneller gehen. Ich habe es jetzt bewusst langsam gemacht. Ja? Müssen Sie mal heimlich üben vor dem Spiegel zu Hause. Einfach rein. Das muss so schnell gehen, wenn man sich morgens weckt, als war dein Kopfkissen schon unter dem Ärmel. Ja? Also ein bisschen üben und schon. Jetzt ist natürlich zum Schluss noch ein Problem übrig. Was macht man mit der zerrissenen Serviette? Die können Sie natürlich heimlich irgendwo fallen lassen, aber da garantiere ich Ihnen, irgendwann sieht die jemand. Ach, guck mal, hier sind die Fussel. Nicht so günstig. Zweite Möglichkeit, Sie essen die einfach auf. Ist aber auch nicht jedermanns Geschmack. Würde ich auch nicht machen. Nein, dritte Möglichkeit, das ist natürlich jetzt nur was für Zauber. Die schwollen sich ein bisschen echtes Zaubersalz hier auf die Schulter. Und wenn das alles geklappt hat, sehen Sie, dann ist diese Serviette natürlich auch wieder zu geil. Zaubern müsste man können, wa? Oder so schnell sein, ne? Aber da braucht man Fingerspitzen hierfür. Genau. So, meine Herrschaften, jetzt hoffe ich doch, dass unser Alfie Fingerspitzengefühl hat für seine Geige. Klar. Denn jetzt wollen wir ein wunderschönes Tanzlied hören. Und Sie machen sich bitte auf die Rede. Ruf auf die Tanzfläche. Macht jetzt ein schönes Vorspiel. Ihr macht jetzt ein Vorspiel. Oder wie? Seid zu warm? Geht mal die Sprinkleranlage anmachen, wa? Ja. Ich bin bald, ich brauch den Dampf, heute kam,
Übersetzen macht sich mein nächster Künstler hinter der Bühne wieder bereit für seinen Auftritt. Und er hat ein besonders schönes Lied mitgebracht. Ein Lied von Will Meisel. Und zwar, ich trinke auf dein Wohl. Es ist ein... So macht man das. Und guck mal, wie sie alle zuhören, weil das ist wie zu Hause, ne? Wenn die Kinder nicht artig sind, dann hält man mal die Luft an, ne? Oder man schreit. Also ich halte lieber die Luft an. Also es ist ein Schunkel- und Stimmungswalzer für alle Gelegenheit. Und diesen Walzer singt nun für Sie Manfred Berger. Hier ist sie nun, ich trink auf dein Wohl. Bitteschön. Licht aus, wir schunkeln so schön, im Dunkeln so schön, weil wir uns verstehen. Licht an, das hat seinen Grund, wir finden doch sonst nicht den Mond. Ich trinke auf dein Wohl, ein Gläschen Alkohol. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Dies war der erste Streich, der zweite folgt sogleich. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Eins, zwei, drei, vier, Ober ein Bier, Herr Ober ein Bier. Ich trinke auf dein Wohl, ein Gläschen Alkohol. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ein Prosit, ein Prosit, der wir glücklich sein. Ein Prosit, der wir glücklich sein. Achtung, Achtung, Kapelle, nimmt Tusch, das ganze Lokal zur Theke, husch, husch. Du trinkst, er trinkt und du gibst ein aus, wenn du etwas Geld bei dir hast. Ich trinke auf dein Wohl, ein Gläschen Alkohol. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Dies war der erste Streich, der zweite folgt sogleich. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Eins, zwei, drei, vier, Ober ein Bier. Mensch, bleib doch mal hier. Ich trinke auf dein Wohl, ein Gläschen Alkohol. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Prosit, ein Prosit, der den ich hoffe, ihr wisst, dass Trinken direkt ne Wissenschaft ist. Ich trink vor dem Schnaps noch an noch einen Schnaps und nach dem Schnaps noch einen Schnaps. Ich trinke auf dein Wohl, ein Gläschen Alkohol. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Dies war der erste Streich. Der zweite folgt sogleich, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Und alle! Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Berger, Brösterkind, Brösterkind, auf die Gesundheit.
Ja, ich trinke auf dein Wohl. Also wenn ich dir sehe, da verjährt mir das alles, ja? Steht aber auf, also das müsste, mach doch mal einen Paradeschritt, komm. Komm, einen Paradeschritt. Geh doch mal, mach doch mal so einen Kreis. Geh doch mal einmal so rum. Meine Damen, ja, das ist das Neueste fürs nächste Jahr, ja? Ich wollte nur mal die neueste Mode vorstellen. Schön Busen hast du, setz da wieder, dankeschön. Ach, das ist ja noch schlimmer. Das ist ja, naja, man muss die Nieren ja warm halten, was? War das so, nicht? Ja, also, der lacht da hinten, also schlimm. Also das war der Manfred Berger und er kam vom Theaterverein Musiktheater Gut Freund. Ich wollte eigentlich Reklame machen, weil sie ja demnächst ihr Faschings haben, nicht? Wie war das? Faschings? Aber ist alles ausverkauft. Brauchen sich keine Mühe geben, das sei denn, sie rufen die Helga Brücke an und sagen, sie müssen unbedingt noch eine Vorstellung machen. Jawohl, nicht? Vielleicht klappt das. Aber sonst, meine Herrschaften, kommt das nächste Mal zu uns. Ja, bei uns ist auch gute Laune. Jetzt geht's aber weiter. Ebenfalls von Gutfreund vom Musiktheater kommt jetzt die Edith Strahl. Und sie singt uns jetzt ein Lied von René Collo, nee, von Willi Collo. Was, na überhaupt, was gehen uns denn die Sorgen an? Hier ist für Sie Edith Strahl. Bitteschön. Jawohl. Und so wollen wir es auch belassen. Und damit jetzt alle Zuschauer zu Hause am Bildschirm ihre schönen Kostüme sehen können, habe ich gedacht, machen wir eine Tanzrunde. Und meine Herrschaften, suchen Sie sich das schönste Kostüm aus. Vielleicht passt es Ihnen und dann werden wir das nächste Mal versteigern. Auf, ruf auf die Tanzwäsche. Seid ihr schon soweit, Jungs? Sonst würde ich noch ein bisschen was erzählen. Das war die Edith Strahl, nicht? Vom Musiktheater Gut Freud. Jawohl. Ist noch nicht so weit. Also, dann machen wir doch noch ein bisschen weiter. Und Sie sind von wo? Jetzt muss ich wieder.
Na dann los. Einzig später im Quadrat, Blumenkohl und Kopfsalat. Wer so einen Garten hat, fühlt sich wohl in der Stadt. Eine Braut ist auch schon da und die Braut ist nett. Und wäre schon komplett, wenn ich das eine hätte. Ja, aber ein Ding für einen Gartenzwerg. Das wünsche ich mir von dir. Ja, Adelheid, Adelheid, einen Gartenzwerg. Sie dürfen sich wieder setzen. Jawohl, die Adelheid, die hier jetzt schlafen, nee, die setzt sich hin. Also meine Herrschaften, sagt doch neulich die junge Frau zu mir, also Henriette, durch mich ist mein Mann erst Millionär geworden. Ach, sag, und was war er vorher? Multimillionär. So geht das. Ja, meine Herrschaften, jetzt habe ich für Sie, jetzt weiß ich natürlich nicht, was meine Damen vorher waren oder nachher waren, ich habe für Sie jetzt die Wilmersdorfer Witwen eingeladen. Wir haben ja eigentlich immer ein bisschen was, wa? Im Strumpf, oder? Erleben Sie nun mit mir die Konfettis, die Patricia, die Helga Maria, die Heike und die Ruth. Sie werden musikalisch unterstützt von Dietlind Böttcher. Hier sind gleich, das ist übrigens die Dietlind Böttcher, die wird jetzt die Damen von den Konfettis begleiten. Und falls Sie Lust haben, mal ins Gemeinschaftshaus am Bad Jamplatz zu gehen, am 18.02. um 20 Uhr, haben Sie die Gelegenheit, U-Bahnhof Lipschitzallee. Da können Sie die Konfettis nochmal erleben. Aber jetzt erleben Sie sie erstmal hier, nämlich die Wilmersdorfer Witwen. Bitte schön. Sie putzen Creme de la Creme, die Kvies vom Trauen ziehen.
den Pack, nur eins kann man noch finden, Knüppel aus dem Sack. Mit uns und Tobi im Verein wird unsere Stadt bald sauber sein. Wie vor 50 Jahren, Alexander Hex und Buch und Schick, wie vor 50 Jahren, alle Tugenden beginnen bei der Jugend neu zu blühen, bei Zeiten sich zu krümmen im strebenden Bemühen. So fühlsam sind sie rein und klar, geschniegelt und mit kurzem Haar. Wie vor 50 Jahren, noch rechts und links und zack und schick, wie vor 50 Jahren. Witwen, die Konfettis, altbekannte Konfettis, jawohl. Dankeschön. Ja, meine Herrschaften, also heute sieht es wirklich aus, als ob wir hier nur saufen. Nicht dabei sehe ich da nur Selter und so. Also, so ist es nicht, meine Herrschaften, zu Hause. Aber was ist ein Fasching ohne ein Funkenmariechen, ja? Und deshalb habe ich jetzt noch für Sie ein Funkenmariechen parat. Hier ist für Sie Claudia Kaukerath. Und sie kommt vom Berliner Karnevalsverein. Bitte schön, Claudia Karnevalsverein.
Marienchen vom Berliner Karnevalsverein. Herzlichen Dank. Und jetzt, meine Lieben, ja, hoffen wir mal schön aus. Danke, Hoffenschen. Und den Häschen, Mensch. Übrigens, die Claudia ist eine gelernte Hotelfachfrau. Ob sie so auf die Betten macht? Und seit 2 Jahren ist sie das Tanzmariechen. Mit diesem schönen Tanz müssen wir uns nun leider wieder von Ihnen verabschieden. Aber das macht ja nichts. Wir sehen uns doch bald wieder, nicht? Aber vorher, bevor Sie gehen, bitte nochmal einen ganz, ganz großen Applaus für all unsere Künstler, die diesen schönen Tag so gestaltet haben. Hinter den Kulissen von Paris, St. Emilien. Ich bin so wild. Nach deinem Erdverbund sang, da waren wir reif. Die Geigen-Improvisation spielte André Suhr. Übers Älterwerden sprach Hilde Wolfgum. Unser Zauberer war Molly Malheur. Ich trinke auf dein Wohl, sang Manfred Berger. Überhaupt, was gehen uns denn die Sorgen an? Sang Edith Strahl. Die Wilmersdorfer Witwen waren Patricia, Helga, Maria, Heiko und Ruth. Beide euch voll in Konfettis. Die wurden begleitet von Dietlind Fischer. Unser Tanzmariechen war unser Claudia Kaukecker. Unser Vigolo heißt Fyodor. Unser Orchester verfügte sie zum Tanz. Mr. Alfie, Albert, Jimmy, Dietrich und Wolfgang. Und einen Applaus an die Technik und an die Deko, damit alles heute so schön geklappt hat. Und an all die unsichtbaren Hände. Lass dich nicht jagen von der Zeit. Kehr ein, wo Friede wohnt. Und schenk dich leer mit Herzlichkeit. Dann wirst du reich belohnt. Schenke sie, so wie ich auch Ihnen gerade Freude schenke, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und wenn es dann heißt, bei Pfeifers ist Ball.